Hey ho Leute und willkommen zu einer neuen Runde Assassin's Creed. Ich stehe hier neben Mario und ich denke, wir fangen einfach mal an mit der letzten Mission. Ruft uns Ezio. Lass mich wissen, wann du bereit zur Abreise bist. Ich will mein Mikro ein Stück rausschieben. So. Sieht's ein bisschen besser aus. Nach Rom. Reisen wir mal nach Rom. Yay. Oh Mann, ich freue mich. Ich bin jetzt dazu entschieden, erst das in Anführungszeichen Finale zu spielen und nachher noch die Wahrheit zu suchen. Und es nicht umgekehrt zu machen und alles nur ein bisschen rauszuziehen. Heißt, ja. Danach gibt es wahrscheinlich noch eine Folge, wo wir die Wahrheit suchen werden. Erstmal bestaunen wir hier ein bisschen Rom. Ich mag diese Aufbau-Animationen immer lieb. Wir haben schon irgendwie was. Im Maul des Wolfes, die Sixtinische Kapelle infiltrieren und Rodrigo Borgia den Spanier eliminieren. Okay. Ja, klettern wir mal hoch. Auf in den Vatikan. Wollte ich ja schon immer mal hin. Nicht. Kann ich... Ja, wahrscheinlich werde ich so... da oben jetzt dran springen müssen, oder? Nein. Nein? Okay. Aber ich kann einfach hier hoch. Okay, das ging einfacher als gedacht. Ja, im Hintergrund sehen wir schon Teile Roms. Wirklich Rom als spielbare Stadt gibt es ja hier in dem Teil noch nicht. Das kam ja erst in Brotherhood dann. Brotherhood hat man dann ihre ganzen einzelnen Städte nicht mehr, größtenteils, sondern hat hauptsächlich Roma. Ist auch echt hübsch. Also ist auch hier schon echt hübsch, finde ich. Es ist schon hier echt sehr cool. Wir schauen mal, dass wir hier nach und nach Leute ausschalten. Komm mal mit. Dankeschön. Mann, machst du einen Lärm hier. 5 Stockwerke entfernt und trotzdem macht es noch so ein lautes Batschgeräusch, ey. Schlimm. Schlimm mit dir. Ich würde gerne hier runter. So wollte ich das. Genau so. Ich werde übrigens jedes Mal mehr gesucht, wenn ich das tue. Und das finde ich ein bisschen doof. Och, Mann. Einmal nicht so laut. Das tut dir nicht gut. So ein Messer im Hals hilft da bestimmt. Wir haben ganz schön viel kaputt Rüstung. Die hätten wir irgendwie mal ganz machen können. Ja. Jetzt ist ja gut, ganz ruhig. Mein Gott. Okay, ich glaube, wir müssen da hoch. Da. Ja, danke. Komm mal her, mein Freundchen. Ich glaube, das tat weh. Ich finde übrigens im Allgemeinen, dass die Schalter immer auf so komische Stellen setzen müssen, sehr merkwürdig. Sieht echt cool aus mit den ganzen Bäumen und sowas hier. Dafür, dass sie im eigentlichen Spiel kaum Bäume haben, so an sich. Hi. Da. Ja, man hier gar nicht auf Bäume klettern kann. In diesem Teil. Hey, man hätte hier auch so cool hochklettern können, oder? Oh, das wäre ein viel coolerer Angriff. Ich will nochmal. Ach, Mann, oh. Danke.
Da ist das Waffenrad. Kurz mal die Dingens bomben. Der ist ziemlich gut bewaffnet, nicht? Wo hat er schon mal? So. Dich da hätte ich gerne tot. Dankeschön. Und du schießt mal nicht mit dem Bogen auf mich. Das nervt. So, rennt mal her. Komm mal her. Komm zu mir. Du auch noch. Oder willst du jetzt wegrennen? Du hast nicht mal eine Stelle, wo du hinrennen kannst. Also komm her. Nochmal. Danke. Danke sehr. Mein Arm. Mir fehlt ein Stück meines Arms. Mein Gott. Assassino! Assassino! Gar nicht wahr. Okay. Oh. Oh, das hat gut geklappt. Rauf aufs Pferd. Rauf aufs Pferd. Rauf aufs Pferd. Rauf aufs Pferd. Ich will in die Richtung. Jetzt in die Richtung. Wiedersehen. Tschüss. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Schließ die Tore! Haltet den Eindringling! Lass mich. Idiota! Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, halt dich. Okay. Tot. Weh, du fällst. Oh. Mein Controller vibriert. Tut mir leid. Ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Oh Mann. Ich bin nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Jetzt spring bitte darüber, Pferd. Spring! Ach Mann. Willst du dich doch verarschen? Dumm Pferd. Schließ die Tore! Haltet den Eindringling! Ja, ich habe ein Hirn und zwei Eier. Also mehr Eier als hier. Das stimmt schon. Halt dich doch! Ich hab eben beim Fallen kurz die Verfolgung zu mir verloren, okay. Kann ich jetzt bitte. Danke. Warten wir Jagd hier. Du wirst nicht! Oh, Entschuldigung. Kann ich das als Aussichtspunkt benutzen, bitte? Okay, ich würde gerne. Ja. Entschuldigung, dass ich mich nicht ausgeblendet habe. Was eine actionreiche Musik hier. Komm mal ran. Kuschel mal mit mir im Heuhaufen. Weißt du? Oh Mann. Ich glaube, ich brauch echt so ein Kopftuch, dass mir die Haare aus dem Kopf fällt. Was rede ich da? Eins. Guck mal, der Typ hier, der fällt um. Kann ja mal passieren. Da, merda. Na. Auf ihn. Hat ja fast gut geklappt. Ihr werdet schnell müde werden, also nichts Riskantes, Männer. Achtet auf eure Schau. Ich hätte gern den da auch wehgetan. Aua. Komm noch mal, bitte. Ich wollte mein Schwert nehmen. Chill mal.
das ist nervig mit dem Schwert. Dankeschön. Aua! Kann ich jetzt wieder irgendwo runterspringen? Okay, das war ganz cool. Doch, muss ich zugeben. Das war nicht schlecht. Kommst du her? Nein? Okay. So, auf die zwei kann ich gleich einen Attentat machen. Das ist mir schon klar. Nur was ich mit den anderen mache, weiß ich noch nicht. Okay, ich greife mich eh direkt an. Ich bin gar nicht da. Deshalb seht ihr mich auch nicht mehr. Tschüss. Okay. Komm her. In die Augen. Aua. Komm her. In die Augen. Aua. Interessante Kamera. Ein leicht übertriebener Bluteffekt. Netter Mantel. Sieht aus wie ein Lotto. Komm, greif mich an. Danke für dein Schwert. Kopfnuss. Schwert in die... Au. Gib mir keine Blöße, Männer. In den Nacken. Der Herr ist kein Tölpel. Komm her. Aua, ich bin durch den Boden gefallen. Los, jetzt! Irgendwann wird er müde. Leute. So. Gib mir mal deine Axt. Aua, in den Fuß. Aua. Nimm die Axt wieder raus. Danke. Denkt an euren Ehemänner. Flankiert ihn und haltet es einfach. Oh. Und noch mit der helle Bade. Aua. Gut, jetzt werde ich auf jeden Fall gesucht. Wo muss ich denn lang? Hier oben durch rein? Okay. Beziehungsweise die Tür aufmachen. Dass die alle so komplizierte Türsysteme haben müssen. Schlimme Spiele. So, ich brauche die Gruppe, die hier rumläuft. Und ja, ich finde das auch ein bisschen anstrengend, so die Kansicht. Oh, verdammt, verdammt. Dankeschön. Lass ihn hier durch. Dankeschön. Ich glaube, hier ist es nicht weniger kompliziert. Ich weiß gar nicht mehr. Sie hatten also mehr oder weniger ein System, wie man durchgekommen ist. So. Rein theoretisch lasse ich den jetzt gleich vorbeigehen. Hänge mich gleich hinten dran, wenn der weg ist. So. Kann das Ding auslösen. Kann schnell hier durch. Ist schon wieder mal. In welche Richtung ist der gelaufen? Credo in unum Deum, Patrem Omnipotentem,
Factorem coeli terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum Jesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem patri, per quem omnia factor sunt, vi propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. Okay, ich finde das sehr cool mit dem Hall und allem. Und allgemein, wie die Kapelle aussieht. Aber ich bin nicht gerade gläubig, deshalb auf Wiedersehen. Ich dachte, ich stünde darüber. Das tue ich nicht. Es dauerte zu lang, kostete zu viel. Requiescat in pace, du Bastard! Das glaube ich nicht. Aua, das war nicht so cool. Nein! Wie kannst du widerstehen? Stab. Aha. Nett von dir, mir den Apfel zu bringen. Gib ihn her! Euch geht's wohl zu gut. Oh, immer ein Kämpfer. Ganz wie dein Vater. Ja. Freue dich, mein Kind. Denn bald siehst du ihn wieder. Du wirst ihn mir geben. Wie ihr wünscht. Faszinierend. Eine beeindruckende Macht. Aber wenn du denkst, das würde dich retten, dann liegst du falsch. Ich mag die Kraft des Ehenapfels. Auch wenn die KI schlauest ist, war nämlich auch mal ein Messerschwert. Mich anzugreifen. Sehr nervig mit dir. Du hältst mich nicht auf! Ich weiß gar nicht, mit was ich am besten kämpfen will. Was glaubst du, wie lange du durchhalten kannst? Länger als du. Circa 5-mal so lang. Ein kluger Trick, aber nutzlos. Komm, aufs Maul. Ich strecke dich nieder, Assassine. Welchen von uns denn? Aua. Du hältst mich nicht auf! Komm schon. Was glaubst du, wie lange du durchhalten kannst? Komm, du hast nicht mehr viel. Gleich bist du tot. Trick. Oh ja. Nein, das wirst du mir nicht nehmen. Es ist vorbei, Rodrigo. Legt die Waffen nieder und ich werde euch ein schnelles Ende gewähren. Wirklich, Ezio? Und wenn es andersherum wäre, würdest du so schnell aufgeben? Finden wir es doch raus. Und jetzt
zurück zu dir. Okay, gut. Gut, wir leben noch. Und bewegen uns auch noch normal. Ist okay, ich weiß leider, wo die Geheimschalter sind. Tut mir leid. Aber sie sind auch nicht sonderlich spannend. Also man sieht sie leuchten. Die super Geheimschalter. Ja, ja. Gut. Rodrigo Borgia eliminieren und den Splitter in Besitz bringen. Ich muss sagen, ich finde die Atmosphäre hier unten so verdammt cool. Was ist Leuchtstreifen und so ist es. Öffne dich, verdammt! Geh auf! Es ist vorbei. Keine Tricks mehr. Keine antiken Artefakte mehr. Keine Waffen mehr. Mal sehen, woraus ihr gemacht seid, alter Mann. Na gut. Wenn du es so spielen willst. Oh ja, das wird. Was erwartet ihr eigentlich von der Gruft, Rodrigo? Weißt du nicht, was da drin ist? Oder willst du sagen, die großen, mächtigen Assassinen konnten es nicht herausfinden? Was nicht herausfinden? Es ist Gott. Gott lebt an diesem Ort. Ihr wollt, dass ich glaube, dass Gott unter dem Vatikan lebt? Das wäre logischer als ein Königreich auf einer Wolke, nicht wahr? Umgeben von singenden Engeln und Posaunenchören. Ein liebliches Bild. Doch die Wahrheit ist viel interessanter. Mal angenommen, ich würde euch glauben. Was glaubt ihr, tut er, wenn ihr die Tür öffnet? Das ist egal. Ich suche nicht nach Bestätigung, nur Macht. Und ihr denkt, er wird diese aufgeben? Ich mach mal das Gespräch ab. Was immer hinter dieser Wand ist, es wird sich Stab und Apfel nicht widersetzen können. Sie wurden erschaffen, um Götter zu fällen. Gott soll allwissend sein und allmächtig. Ihr glaubt, ein paar alte Reliquien können ihm was anhaben? Du weißt nichts, Junge. Dein Bild der Schöpfer stammt aus einem alten Buch. Einem Buch, geschrieben von Menschen. Ihr seid der Papst. Und doch lehnt ihr den zentralen Text eurer Religion ab. Bist du so naiv? Ich wurde Papst, weil mir das Amt Zugang verschafft. Es gibt mir Macht. Glaubst du, ich glaube auch nur ein einziges Wort aus diesem lächerlichen Buch? Alles Lügen und Aberglaube. Genau wie jedes andere religiöse Traktat aus den letzten 10.000 Jahren. Was ist das? Okay, ich glaube, das war's. Auch nur noch zwei auf die Schnur. Um sich hämmern? Okay. Oh nein! Oh nein! Es ist meine Bestimmung! Meine! Ich bin der Prophet! Das wart ihr nie. Dann bring es schon zu Ende. Nein. Euch zu töten wird meine Familie nicht zurückbringen. Ich bin fertig. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Requiescat in pace.
Maul des Wolfes geschafft. Und ich blende mich mal gerade nicht ein, aber es sieht so abgefuckt cool hier aus. Mein Gott, sieht das cool aus. Wir gehen jetzt mal hier durch. Okay, wir gehen jetzt mal hier durch, habe ich gesagt. Oh Mann. Sei gegrüßt, Prophet. Es ist gut, dass du kommst. Zeig es uns. Wir sind dankbar. Wir müssen reden. Wer seid ihr? Ich bin Phile. Als ich starb, war ich Minerva. Davor war ich Merva und Mera. Und noch viele davor. Auch die anderen. Juno, die vorher Uni hieß. Jupiter, der vorher Tinia genannt wurde. Ihr seid Götter. Nein, keine Götter. Wir waren einfach vorher da. Auch als wir noch auf Erden wandelten, haben die Menschen uns nicht verstanden. Wir waren fortgeschrittener. Euer Verstand war nicht bereit. Auch jetzt. Vielleicht nie. Wer weiß. Ihr mögt uns vielleicht nicht verstehen, aber ihr werdet unsere Warnung verstehen. Ihr müsst. Nichts von dem, was ihr sagt, ergibt Sinn. Unsere Worte sind nicht für dich bestimmt. Wovon redet ihr denn? Hier ist doch sonst niemand. Genug. Ich wünsche nicht, mit dir zu sprechen, sondern durch dich. Du bist der Prophet. Dein Teil ist erledigt. Du repräsentierst ihn, aber sei bitte still. Wir müssen reden. Hör zu. Als wir noch fleischlich waren und unsere Heimat intakt, verrieten uns die Menschen. Uns, eure Schöpfer. Uns, die euch Leben gaben. Wir waren stark, aber ihr wart viele. Und beide wollten wir Krieg. So sehr vereinnahmte uns das Irdische, dass wir den Himmel nicht beachteten. Und als wir es taten, brannte die Welt, bis nichts außer Asche verblieb. Dann und dort hätte es enden sollen. Aber wir erschufen euch nach unserem Bilde. Wir schufen euch, um zu leben. Und das taten wir. Wir waren wenige. Von euch und von uns. Es forderte Opfer, Stärke und Hingabe. Doch wir erneuerten. Und als Leben in die Welt zurückkehrte, schwuren wir, dass die Tragödie sich nicht wiederholen würde. Aber nun sterben wir. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Aus Wahrheit wurde Mythos und Legende. Was wir erschufen, missverstanden. Lass meine Worte die Botschaft konservieren und unseren Verlust aufzeichnen. Aber lass meine Worte auch Hoffnung bringen. Suche nach den anderen Tempeln, erbaut von denen, die sich vom Krieg abwenden konnten. Ihr Werk beschützte uns, rettete uns vor dem Feuer. Wenn du sie findest, wenn du ihre Arbeit rettest, dann vielleicht auch diese Welt. Doch schnell, die Zeit wird knapp. Wappne dich gegen das Kreuz. So viele werden sich dir in den Weg stellen. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen.
Hölle? Ja. Ich denke, das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist da gerade eben passiert? Ich finde dieses Ende so cool. Es sind nur etwa 10 Minuten bis ich... meine ganze Ausrüstung. Bereit zu gehen, bevor sie... Desmond! Ja, ja. Gut, Sean. Du und Rebecca müsst hier drin alles zusammenpacken und in den Truck laden. Du und ich kümmern uns um die Templer. Sie sind hier? War nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Ganz ehrlich, es wundert mich, dass sie so lange brauchten. Gehen wir. Yay. Gut, wollen wir mal runter? Also, wie ist der Plan? Wir hauen hier ab und dann? Es gibt noch einen Unterschlupf, Geld. Wir kriegen Besuch. Der Truck ist gleich vor uns. Mr. Miles, welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an Sie vergeuden. Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Widdig? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen Sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Stirling. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen, Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument wieder. Soweit ich weiß, waren Sie dabei, neben mir, die ganze Zeit über. Das Blut klebt an Ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. So, auf geht's. Komm her. Aua. Komm weg mit dir. Aua, die Schnauze. Mach mal auf die Schnauze. Mach mehr Leuten auf die Schnauze. Finde ich übrigens ein sehr cooles Ende, dass man während die Credits durchlaufen, man auch was tun kann. Oh oh, Doc. Jetzt gibt's nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Desmond, wir müssen los. Da bist du ja. Komm schon. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond. Wir müssen los. Ich hätte ihm gerne noch auf die Schnauze gehauen. Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Okay. Versprochen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber vielleicht... Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet geologisch instabil werden.
sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie hieß sie noch, Minerva, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fange ich an. Und das war's im Wesentlichen mit Assassin's Creed. Es wird noch eine Folge hier nachgeben, wo wir uns die Wahrheit anschauen. Aber ansonsten war's das. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich war Tegassi, bin Tegassi. Ciao.